Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher und Gäste im Deutschen Bundestag und zu Hause an den Bildschirmen. Herr Felgentreu, ich habe den Eindruck, wir reden über ein spanisches Urlaubsgebiet. Die alten Städten, die Klöster, die Kulturstätten auf dem Balkan und im Kosovo, ja, das alles gibt es, aber dann fragen Sie sich mal, wer gerade eine Reihe von, ich glaube, über 200 Klöstern im Kosovo zerstört hat. Das waren Kosovo-Albaner und die haben nicht die touristischen Vorstellungen, die Sie hier äußern. Meine Damen und Herren, es begann mit einer Lüge, ist eine Produktion des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die derzeit mehrfach ausgestrahlt wird und genau das wiedergibt, was in den 90er Jahren im Kosovo an völkerrechtswidrigen Aktivitäten durchgeführt wurden. Und dann war es ein Bruch nicht nur des Völkerrechts, nein, wir haben sogar gegen die UNO-Resolution 244 verstoßen, willentlich und wissentlich, die ausdrücklich die territoriale Integrität Serbiens anerkannt hat. Und Sie haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben sich gegen die UN und gegen das Völkerrecht gestellt. Das ist die Wahrheit. Herausgekommen ist ein sogenannter Failed State, ein Verbrecherstaat, der von Kriminellen regiert wird. Drogenhandel, Menschenhandel, Waffengeschäfte, illegale Geldwäscherei in jedem Sinne, das lesen Sie in jeder internationalen Agentur. Bis hinauf in die höchsten Regierungsspitzen ist die kosovarische Regierung von Kriminellen durchsetzt und der Präsident, der dort oben an der Spitze steht, Herr Tadic, stand ja schon vor einem Gericht und sollte angeklagt werden. Und sämtliche Zeugen in diesem Prozess sind umgebracht worden. Ich habe keinen Aufschrei im Deutschen Bundestag darüber gehört, meine Damen und Herren. 3,4 Milliarden Euro, 130.000 Mann über 20 Jahre im Einsatz, 27 Soldaten haben im Kosovo ihr Leben verloren. Ja, nicht durch Kampfhandlungen, Herr Felgentreu, das stimmt, sondern durch andere Umstände, Unfälle etc. Übrigens viele Selbstmorde nebenbei bemerkt. Was haben wir erreicht? Das, was ich soeben geschildert habe und was die internationale Medienlandschaft Tag für Tag wiedergibt. Wir verschließen unsere Augen und träumen von einem neuen Mallorca auf dem Balkan. Meine Damen und Herren, dieser Einsatz ist nicht den Knochen eines einzigen deutschen Soldaten wert. Wir unterstützen keine kriminellen Regierungen, wir unterstützen keinen Mafiastaat. Wir haben uns 20 Jahre auf dem Balkan versündigt. Das ist die Wahrheit, Herr Kollege. Das ist die Wahrheit. Die serbische Regierung, ich hatte unlängst die Möglichkeit, ein langes Gespräch mit dem serbischen Außenminister zu führen, der sich bitter beklagt hat, dass das Normalisierungsabkommen von den westlichen Staaten gefördert, von den Kosovaren rund und glatt weg abgelehnt wird. Es gibt keine Entwicklung in diesem Abkommen, obwohl die Frau Bundeskanzlerin hat es ja vorgestern hier bestätigt, obwohl die Serben in ganz vielen Punkten ihre Vereinbarung eingehalten haben. Die Kosovaren machen genau das Gegenteil. Sie behindern alles, was zu einer Verständigung, zu einer Versöhnung nötig ist. Unlängst hat man serbische Produkte mit einem Zoll von 100% belegt. Das ist kein Versöhnungsprozess, das ist ein Spaltungsprozess. Und ich stelle mir vor, in der Europäischen Union würde mal einer auf die Idee kommen, sagen wir die Holländer, 100% Einfuhrzoll auf deutsche Waren zu erheben. Dann wäre hier aber die Hölle los im Deutschen Bundestag und in Europa sowieso. Da lassen wir alles durchgehen. Warum? Ich habe es gesagt. Weil wir seit 20 Jahren eine kriminelle Bande auf dem Balkan unterstützen. Und damit Sie mal wissen, wovon ich rede, zitiere ich mit Genehmigung des Herrn Präsidenten Carla Del Ponte, die in ihrem Buch über die Vergehen auf dem Kosovo Schreckliches berichtet. Sie sagt, dort habe es ein sogenanntes gelbes Haus gegeben, in denen Organe von Gefangenen entnommen wurden. Man habe sie in eine Baracke gesperrt, bis man sie schließlich aller ihrer Organe entledigt hat. Und die Gefangenen hätten, als sie es erfahren haben von ihrem Schicksal, ihre Peiniger angefleht, sie zu töten. Das muss man sich mal vorstellen. Und all das lassen wir geschehen und sagen, eine Bundeswehr wird da schon mit anderen Partnern für Frieden und Stabilität sorgen. Wir haben den Frieden nicht erreicht. Wir haben die Stabilität nicht erreicht. Wir haben die Menschen einem grausamen Schicksal ausgesetzt. Und jetzt wäre es Zeit, es zu korrigieren. Finden wir die Entscheidung, die aus vielen internationalen Vorschlägen kommt. Das Kosovo ist nicht lebensfähig. Es wird auf kurz oder lang zu Albanien geschlagen werden.
geben wir die serbischen Regionen, die hauptsächlich von diesen bewohnt werden, an Serbien, damit sie unter ihren eigenen Landsleuten in Frieden leben können, und beenden wir schleunigst diesen Einsatz. Er hat Deutschland weder Ruhm noch Ehre noch Anerkennung gebracht. Danke, meine Damen und Herren. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Johann Wadefull, CDU-CSU.